Ein wunderschönes Moin Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Resident Evil 2 Remake auf der PS4 Pro. Ich habe die Einhornstatue gefunden und da musste ich jetzt nochmal nachschauen, wie da die Kombination war für das Teil. Einsatzbericht, Erinnerungsfotos, ich brauche das Buch. Notizbuch eines Polizisten, da habe ich es. Ich habe schon wieder so viele Sachen gefunden. Schön, dass ihr wieder dabei seid hier heute bei Resident Evil und dass ihr noch Spaß habt, hier zuzugucken. Und vielen Dank auch an alle Unterstützer des Kanals hier oder des Projektes. So, da haben wir da unten die Einhornstatue. Es ist Doppelfische, Skorpion und eine Vase oder so. Doppelfische, Skorpion und Vase. Gucken wir mal. Fische. Skorpion. Und die Vase. Und wir haben schon das Einhornmedaillon. Schon das zweite. Eins fehlt noch für die untere Tür. Da wir aber jetzt sowieso zurück müssen zu... Genau da unten hin. Ach, schau mal an. In dem Raum oben bin ich einfach. Wir müssen zurück zu Marvin. Er möchte uns unbedingt was zeigen in der Eingangshalle. Da geht es jetzt auf jeden Fall zurück. Ich habe jetzt hier in der Bibliothek alle ausgeschaltet. Und hier gibt es auch nichts mehr zu finden, außer hier den Wagenheber. Leider bin ich hier so abgestürzt. Ah, hier geht's hoch. Okay, da geht's doch wieder rauf. Hier haben wir die Leiter. Auf der Seite war ich aber, oder? Ja, da bin ich abgestürzt. Hier ist der Wagenheber, den kann ich da hinschieben. Natürlich jetzt die Frage, gehe ich da hoch? Oder hier? Was bringt mir was? Hier ist nichts mehr. Oh, warte mal. Hier ist was. Ah, guck mal, die kann man schieben dann. Vielleicht, wenn der Wagenheber weg ist. Gedrückt halten. Und der steht... Der ist halt angehoben. Der steht nicht oben, nicht richtig drauf. Das ist dafür da, damit man dann hier rüberlaufen kann. Über die zerbrochene Stelle kann ich die Dinger dann da hinschieben und dann baue ich mir damit dann sozusagen einen Weg. Ganz schön schwer, was? Haha, und da haben wir Munition freigedeckt. Gott sei Dank, ich habe eben so viel verbraucht hier in dieser Bibliothek. Dann ist die Leiter, glaube ich, nur wichtig für den Weg, den ich dann hier... Um zu dieser Tür zu kommen, ist es. Und ich war... Wo bin ich denn abgestürzt? Da drüben war ich schon. Guck mal, da ist die Treppe. Hätte ich auch so hoch gehen können. Hier bin ich abgestürzt. Okay. Dafür ist es also da. Ich komme noch nicht so zu dieser Tür hin. Das ist diese hier. Die führt auch zur Eingangshalle. Okay, aber ich muss wieder hier zurückgehen, leider. Ich muss die ungemütlichen Wege wieder gehen. Das Gute ist, dass ich so nochmal bei der Kiste vorbeikomme, um nochmal ein paar Sachen abzuladen und um nochmal ein Sicherheitssafe einzulegen. Wobei ich auch in der Eingangshalle safen könnte. Noch ist alles ruhig. Okay. Und dann bin ich doch schon im Treppenhaus. Gerade ein wenig ruhig hier. Das ist der Kronleuchter, der hier hin und her quietscht. Na, guck mal hier, das sind Bilder von General Grievous aus Star Wars. Man hat immer so das Gefühl, wenn man da an den Dingern vorbeiläuft, dass die vielleicht doch nochmal aufstehen. So. Schön zugenagelt. Und da sind wir wieder. Zurück im sicheren Raum.
So, was könnte ich denn jetzt noch ablegen? Rotes Buch? Naja, falls ich die Statue finde und ich habe das dann nicht dabei, wird mich das auch ärgern. Medaillon lege ich gleich fest. Das Messer habe ich gerade neu. Und der Schlüssel, den brauche ich jetzt auch. Geht ja noch. Das geht ja noch. Alles okay. Hier speichere ich jetzt nicht. Mir fehlt immer noch der zweite Knopf für die Tafel da drin. So, ich muss zurück in das Büro von Leon. Das ist hier. Das West Office, genau. Hier beim West Office kann ich da die Tür jetzt öffnen. Mir fehlen noch so viele Kombinationen für Schlösser, für Tresore. Noch keine Hinweise gefunden. Und Marvin, ich bin da. Da bist du ja. Komm her. Was ist los? Siehst du das? Oh mein Gott, er lebt noch. Du kennst ihn? Ja, das ist Leon. Kennedy oder so. Oh, der Neue kam mir gleich bekannt vor. Du kommst zu dem Hof da. Die Stufen hoch, Ostseite. Okay, danke, bin unterwegs. Okay, danke schön. Aber wir können mit dem Peak-Schlüssel jetzt auf jeden Fall noch viele, viele Sachen anstellen. Was ein Mechanismus, ne? Okay, ein Ding fehlt noch. So, mal kurz auf die Karte gucken. Ich bin jetzt hier. Hier unten die Tür habe ich jetzt aufgemacht. Das war ja auch ein Peak-Schlüssel auf jeden Fall. Hier für den Bereich würde mir noch eine Sicherung fehlen. Da ist dann nichts mehr. Ich könnte höchstens hier in den Gang gehen. Kreuz. Da muss ich jetzt nicht rein. Und dann hier eins der Fenster vielleicht nochmal schnell zunageln. Damit ich die Bretter los bin. Das mache ich nochmal schnell. Ich habe es ja noch im Inventar. Und es gibt ja noch ein Fenster, was so komplett offen ist. So, das ist ein Funkgerät, genau. Das hier könnte man zunageln, weil hier ist nichts vor. Das würde ziemlich schnell... Mann, ziemlich schnell... zerbrechen. Und hier, das hier ist nämlich komplett offen. Und das werde ich komplett wieder schließen. Da fällt einfach der Typ von oben runter, ey. Ich war ja schon mal hier und jetzt fällt er einfach runter. Nichts mal dabei. So. Die Bretter bin ich schon mal wieder los. Und das Fenster ist zu. Jetzt muss ich auf jeden Fall nach oben gehen. Aber auf der einen Seite... war auf jeden Fall auch nochmal so eine Peak-Tür, ne? Guck mal, hier geht's zur Bibliothek nämlich rein. Vielleicht war das die Tür. Wird gar nicht mehr angezeigt, der Schlüssel. Und auf der anderen Seite, hier war ein Tresor. Und da war meiner Meinung nach auch noch eine Peak-Tür. Da sollte ich ja jetzt sowieso durch. So. Marvin hört sich aber auch nicht so gut an da unten, ne? Der ist auch ein bisschen am Schnaufen, der Typ. Genau, guck hier. Und so bin ich wieder in der Bibliothek, falls ich ja den Wagenheber finden sollte. Schönes Leveldesign bisher. Eigentlich wie früher. Schön, wie man auch sieht, dass sie die Gürteltasche angebracht hat bei sich. Könnte man mal stärkere Waffen gebrauchen, damit diese ganzen heftigen Zombies mal schneller umfallen. So, immer noch keine Kombination für die ganzen Tresore. Aber wir kommen jetzt hier mit dem Schlüssel in neue Bereiche.
Wobei mir auffällt, oder einfällt, dass ich nicht gespeichert habe. Egal. Ich speichere, wenn ich aufhöre zu spielen. Einfach nicht sterben, da brauchen wir nicht speichern. Objekte verwalten? Warum? Wichtige Objekte wegwerfen. Sie können wichtige Objekte, die ihren Zweck erfüllt haben und ein Symbol tragen, wegwerfen, indem sie im Inventar wegwerfen wählen. Ah, das ist aber nett gemacht. Dann weiß man jetzt, ich brauche den Schlüssel nicht mehr. Da ist ein Haken dran. Sehr schön. Ja. Unwiderruflich verloren, aber es war ein... Da sind wieder weitere Bretter. Es war ein Haken dran. Okay, so, jetzt bin ich hier. Wartezimmer. Da ist der Tresor gewesen. Hier geht es zur Feuerleiter. Feuerleiter geht es wahrscheinlich raus. Hier geht es aufs Dach. Privatversammlungszimmer. Feuerleiter geht auch wieder nach unten. Raum der Wache. Aber hier war zu. Vielleicht kann ich die von der Seite öffnen. Wir hören da draußen einen Hubschrauber. Der Hubschrauber hat etwas abgeworfen. Das ist die Tür, wo ich eben gerade durchgekommen bin? An der Seite, okay. Okay, dankeschön. Was haben wir denn hier noch? Da ist die Statue mit dem Buch. Vielleicht hätte ich doch mal speichern sollen, jetzt wo ich den Hubschrauber gehört habe. So. Der rote Stein. Der Rubin, der den schwarzen Prinzen Edward so faszinierte, die Perle, die von der Königin des Nils verzehrt wurde, der Diamant, der eine Königin auf die Guillotine brachte. Es gibt unendlich viele Geschichten über die Faszination von Juwelen. Dieser geheimnisvolle rote Stein ist einfach nur der neueste Eintrag dieser Reihe. Wie bei den anderen erwähnten Juwelen ist auch seine Herkunft unbekannt. Angeblich soll er einst das Schmuckkästchen einer Adligen geziert haben oder sogar einem weisen König gewidmet worden sein. In diesem Herbst wird dieser Stein versteigert, was sich viele Liebhaber anziehen wird. Okay. Man sollte ihm jedoch, werte Leser, mit Vorsicht begegnen, da hinter seiner schönen Fassade der Teufel lauert. Dieses Juwel hat gutmütige Adlige in schlimmere Despoten als Caligula verwandelt. Erstaunlicherweise zieht gerade die Tatsache, dass diese Juwelen mit Blut befleckt sind, die Menschen überall so magisch an. Dankeschön für die wichtigen Informationen. Ha! Wir haben die Schlüsselkarte für die Pumpgun gefunden. Ich glaube, ich habe Bock, die gleich zu holen. Ein Arm. Linke Statuenarm. Okay. Arm ist da. Packen wir auch gleich mal das Buch da rein. Der rote Stein. Dankeschön. Das Zepter. Jetzt habe ich ein Zepter. Ho, ho, ho. Toll. Ein kurzer Stab mit einem Juwel. Ja. War da was? Ha! Rotes Juwel, ein kostbarer aussehender Edelstein. So konnten wir den rausnehmen. Frag mich nicht, wofür der noch war. Einfach, er ist halt rot und sieht geil aus. Okay. Hier haben wir weitere Bretter. So. Da vorne scheint es zu sein. Hier haben wir die Feuerleiter und da scheint es zu sein. Ja. Da brauche ich wieder ein weiteres Ding zum dran drehen.
Okay. Ich geh jetzt aber zurück. Wie war jetzt nochmal der schnellste Weg hinten hin? Wobei, ich könnte einfach nochmal den ganzen normalen Weg gehen. Nochmal weitere Fenster zunageln. Und dann hinten hingehen, wo ich die Pumpgun dann bekomme. Den Edelstein werde ich hier lassen. Weil ich gerade eh noch nicht weiß, wo ich den einsetzen kann. Ich habe auch bisher nichts gefunden, wo der rein könnte. Also gehen wir hier den Gang nochmal. So, wie viele Fenster haben wir noch hier? Eins, das ist zu und dann noch das. Es sind also noch zwei Fenster da, die ich noch verschließen kann. Zwei Stück. Atmet hier jemand? Ach nee, das ist immer dieses blöde Funkgerät. Das Fenster ist kaputt. Das war eben noch zu, als ich das letzte Mal hier war. Es ist was Neues reingekommen. Das ist jetzt offen. Komplett offen. So, hab ich dicht gemacht. Irgendwas ist also hier wieder unterwegs. Was eben durch dieses Fenster gekommen ist. Hier habe ich zugenagelt schon. Das Fenster da vorne, das ist das letzte, was ich noch zumachen muss. Das letzte offene. Die Atmosphäre mit den Lichtern ist so gut. Hier ist ja noch ein Fenster. Ist doch scheiße. Komisch, aber es war nichts zu sehen. Das Fenster war neu zu, oder neu offen, aber es war nichts zu sehen. Für die Ketten brauche ich auch noch irgendwas. Hoffentlich haben wir hier nichts mehr Neues, was jetzt gekommen ist. So, neben mir ist der Raum, wo ich die Pumpgun bekomme. Die wollte ich jetzt einfach mal schon mal dabei haben. Ich liebe dieses Geräusch. Es ist gar keine Pumpgun, es ist ein Granatwerfer. Damit kann ich die Brandbomben verschießen. GM-79. Dieser Granatwerfer kann Brand- und Säuregranaten abfeuern. Munitionsart wechseln mit R1. Hab Dank. Jetzt habe ich den auf der Schulter drauf. Waffe wechseln mit R1. L1. Ist das Messer? Null Schuss. Da ist nichts mit drin. Schnellzugriff habe ich auch. Nach unten hin. Gut. Wenn das mal nicht ein großer Kreis ist, ey. Okay. So, zwei Brandgranaten habe ich also dabei. So, dann muss ich jetzt wieder zurück in den anderen Bereich. Gehe ich jetzt nochmal hier zurück. Hier durch das Westbüro muss ich wieder zur Eingangshalle zurück. Genau. Das ist ja der einzige Weg, der da ist. Oder muss ich noch zur Kiste, weil wir hier vorhin gerade eine haben. Ich werde mal die eine Brandgranate und das Ding hier behalten. Lasse ich hier gerade mal drin. Und dann gehe ich hier durch wieder. So.
Denn ihr müsst euch immer noch im Hinterkopf behalten, Leute. Ich habe gerade den Hubschrauber gehört, der mir da ein paar Sorgen bereitet. Letztes Medaillon. Marvin ist immer noch da. Kann man eigentlich noch weitere Gespräche mit denen führen? Nö. Okay, diesmal werde ich aber das Spiel speichern. Hier an der Schreibmaschine. Und dann, Leute, geht es in der nächsten Folge weiter mit Resident Evil. Heute mal eine kürzere Episode, aber ich muss die Zeiten oder die Möglichkeiten immer nutzen. Sobald eine Schreibmaschine da ist, habe ich auch gerade wieder eine gute Möglichkeit, die Episode hier zu beenden und ab hier weiter zu starten. Denn meine Aufnahmesession ist gerade heute beendet und dann kann ich hier von der Schreibmaschine immer starten. Deswegen gucke ich immer, dass die Aufnahmen so für euch und auch für mich passend sind. Also, ich hoffe, euch hat es heute wieder gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen nach oben da und schaltet in der nächsten Folge wieder ein, wenn es weitergeht mit Resident Evil. Vielen Dank und bis dann. Ciao.